Hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks. Willkommen zu meinem allerersten Mystery Unboxing. Und zwar hat mir der gute Micha vom Kanal, nein, nicht Michas Filmwelt, sondern vom Kanal Stone Cold 79 mir ein Mystery Paket geschickt, was ich ja sehr, sehr begrüße auf jeden Fall. Da sagt man ja beziehungsweise da freut man sich. Und ja, wir haben uns dann zwecks Adressenaustausch per WhatsApp geschrieben. Und ja, da hat er mir noch einen kleinen Text ja, geschrieben. Und den lese ich mal kurz vor. Hi Olli, ich schaue deine Videos schon lange und auch immer sehr gerne und konnte schon mehrere Filme in deinen Updates für mich entdecken. Ja. Daher dachte ich, ich schicke dir mal ein Mystery-Paket und hoffe, dass ich dir damit eine kleine Freude machen kann. Und das, was dabei ist, was du gebrauchen kannst. Ganz bestimmt. Wenn nicht, kannst du ja vielleicht jemand anderes mit den Filmen eine Freude machen. Mach weiter so, mein Freund, und ich hoffe, dass man sich mal irgendwo über den Weg läuft. Gruß, Michael. Ja, erstmal natürlich vielen lieben Dank. Danke für die lieben Worte und ja, wenn ich nicht mir damit eine Freude mache, wenn ich es gebrauchen kann, dann auf jeden Fall jemand anders. Und so, bevor wir das aufmachen, muss ich einmal kurz was trinken. Heute leider kein Bier, weil ich ein bisschen gesundheitlich angeschlagen bin. So, hier haben wir das gute Stück und das mache ich jetzt direkt mal auf. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Es ist seit Montag, ist es glaube ich hier, und heute ist Donnerstag und wie gesagt, ich hasse es. Also was heißt ich hasse es, aber oh, es ist so schwer, da irgendwie nicht reinzugucken und nicht aufzumachen. Und naja, er hat mir auch glaube ich gesagt, die sind nicht einzeln verpackt, deswegen mache ich das jetzt mal so blind auf und fühle hier erstmal ein bisschen Küchenkrepp und so. Dann gucken wir mal. Oh, der erste dreckige Volltreffer. Day of Violence in der Unrated Edition auf DVD. Total geil. Ohne Witz. Irgendjemand aus einer Facebook-Gruppe, der hat sich dieses dieses Digipack davon geholt. Und ich habe auch noch drunter geschrieben, boah, den würde ich auch mal gerne sehen. Ja, und jetzt habe ich den, ey, super geil. Vom Regisseur von Sudden Fury, genau. In diesem Digipack ist auch dieser Sudden Fury enthalten, aber den habe ich auch in der Sammlung. Auf jeden Fall schon mal direkt ein Volltreffer. Mega. Da freue ich mich. Top. Kann so weitergehen. So, dann haben wir War of the Dead. Ich dachte gerade Til Schweiger, nee. Talia Schwebel. Manche Kriegen enden nie. Uncut von Great Movies. Okay, sagt mir gar nichts. Kenne ich nicht. Hat bestimmt noch irgendwie so einen Alternativtitel, aber wie gesagt, sagt mir nichts. Aber sieht mir so ein bisschen nach, Nazi-Zombies so ein bisschen ähnlich in der Richtung was aus. Also, wenn ich es nicht habe, ist es auf jeden Fall immer wieder top. So, dann haben wir hier das Geisterschiff der schwimmenden Leichen. Geil. Habe ich zwar schon, aber schaut euch mal dieses Cover an. Super geil, oder? Ich habe von XT diese Tinbox, da sind alle vier Geister Geister. Reitenden Leichendinger drin. Und ich meine, der gehört dazu, wenn ich mich nicht irre. Aber da gucke ich gerne nochmal nach. Aber geil, geile Edition. Echt top. Oh. Gut. Da ist irgendwas abgebrochen, aber nicht schlimm.
Aber super Ding. Gefällt mir gut. Ich meine, ich hätte mal so eine alte VHS von Astro mal in diesem Design gehabt. So, weiter geht's. Final Destination 4 in 3D. Den habe ich schon auf Blu-ray, aber das macht gar nichts. Hier in so einer Doppel-DVD-Edition. Ja, ich finde die Reihe trotzdem von vorne bis hinten super geil. Und von mir aus könnte das auch ruhig mal weitergehen. Ja, Final Destination. So, dann haben wir hier einen Film von Jet Li aus der Masterpiece Edition. Der Bodyguard von Peking. Oh, da guckt er. Ich bin der Bodyguard. Kenne ich nicht. Hier ist noch ein. Ach nee. Verlesen. Ja, sagt mir gar nichts. Ist hier so von Splendid. Von Splendid. Hier in so einer ganz tollen Spiegelreflexdisk. Ja. Also ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Kampfsport-Fan. Aber ich kenne jemanden, der ist sogar Asiate. der mag Jet Li. So, und dann haben wir noch einen Jet Li-Film. Contract Killer im Auftrag des Todes. Auch ab 18. Schöne alte VÖ von, wie heißen sie nochmal, Columbia TriStar oder TriStar. Kenne ich dementsprechend auch nicht. Auch hier mit so einem Blättchen. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall werde ich mir die mal angucken, wenn ich mal Bock habe auf. Ich gucke immer falsch, ne? Es tut mir leid, wenn ich immer an euch vorbeigucke. Wenn ich mal Bock habe auf irgendwie Kampfsport-Action mit ein bisschen Rumgeballer, werde ich das mir auf jeden Fall mal gönnen. Und dann haben wir. Geil. Orphan, das Waisenkind. Habe ich nicht in der Sammlung. Volltreffer. Mega geiler Film, auf jeden Fall absolute Empfehlung. Und ja, das ist ja der, genau, ich kann den leider nicht aussprechen. Jaume Collet Serra, der Regisseur von House of Wax, hat hier echt einen super geilen Horrorfilm erschaffen. Und ja, mit einem richtig geilen Twist am Ende und einfach nur top. Also da will man auch gar nicht viel drüber verraten, aber ich denke mal, der wird schon einigermaßen bekannt sein. Und ja, top. Freue ich mich, den mal wiederzusehen. Dann haben wir hier Flucht aus Sobibor mit Rutger Hauer. Okay. Nach einer wahren Begebenheit. Krass. Von 1987. Okay. Sagt mir nichts, tut mir leid. Aber ihre einzige Chance zu überleben war die Flucht. Trotzdem interessant, sieht nach einem Kriegsdrama aus. Und ja, Polen im Herbst 1943, weißt du Bescheid. Ja, mal gucken. Vielleicht könnte das, weiß ich nicht, ob das was für mich ist, aber eventuell was für meinen Schwiegervater. Der steht da so ein bisschen drauf. So, dann haben wir schon die eine Seite, habe ich gerade ein bisschen reingelinst. Ich glaube, die eine Seite ist fertig. Jetzt kommt der zweite Stapel, voll viel. Geil. Invasion USA, Chuck Norris. Ja, auch Volltreffer habe ich nicht. Cool. Ja, scheint eine, sage ich jetzt einfach mal, scheint eine Neuauflage zu sein von dieser Fassung. Ja, habe ich nicht und habe ich auch noch nie gesehen. Also, top. Geil. Chuck Norris, die alte Gurke, ey. Fett. Gefällt mir gut. Vielen Dank dafür schon mal, so zwischendurch. So. Dann haben wir hier Mel Gibsons Payback. Kinoversion und Director's Cut. Kenne ich auch gar nicht. Also, ich habe davon schon mal gehört, so, aber noch nie gesehen.
Zwei Versionen, die originale Kinofassung und der Director's Cut mit neuen Specials. Ist denn der Director's Cut auch die Kinofassung ist länger als der Director's Cut. Okay. Naja, ist ja manchmal so, ne? Ist das denn trotzdem beides irgendwie komplett? Also, ist das irgendwie untertitelt in den Szenen, die fehlen, oder? Würde mich mal interessieren. Ah, Mel Gibson ist schon eine krasse Sau. Ja, wie auch privat, ne? Lassen wir das. Okay, der nächste ist The Fast and the Furious Ultimate Collectors. Ne, Ultimate Collection, so rum. Mit den ersten drei Teilen, wobei ich den dritten da nicht irgendwie richtig zuzähle. Habe ich auch schon in der Sammlung. Aber da hätte ich auch eventuell jemanden für. Und wenn nicht, dann hau ich es auch mal in ein Mystery-Paket für jemand anders. Hier, hier haben wir die drei Discs. Auf jeden Fall coole Karren. Also den Tokyo Drift, den habe ich noch nicht gesehen. Die ersten beiden kenne ich natürlich. Und ganz ehrlich gesagt, die ersten beiden sind auch noch vollkommen okay. Da geht es halt noch wirklich so um illegale Autorennen und Autos tunen und hast du nicht gesehen. Heute ist das irgendwie, keine Ahnung, gegen das Gesetz. Wie raube ich am besten eine Bank aus oder was weiß ich. Also irgendwie total abgedriftet in dem Sinne. So, weiter geht's. Ach geil, habe ich auch nicht. Perfekt. Cliff Barker, Lord of Illusions. Super fett. In dieser Horror-Kult Uncut-Dingsbums. Ja geil, dann ist hier auch, glaube ich, der Director's Cut drauf, wenn ich mich nicht irre. Genau, hier steht's drauf, Director's Cut. Neu geprüft ab 16. Absolut top. Ja, wie sagt man? Ins Schwarze getroffen, wollte ich schon immer mal sehen und ja, kam bis jetzt nie dazu. Geht hier 160 Minuten. Perfekt. So, der nächste. Oh, Flucht aus Absalom. Absalom. Nichts ist primitiver als dieses Zukunft. Ein Produzenten von Aliens und Terminator, das klingt nach Action pur. Ab 18. Habe ich schon mal von gehört, aber nie gesehen. Geil. Schaut mal hier. Mit, wie heißt der nochmal? Ray Liotta? Kann das sein? Ray Liotta, ja. Krass. Regisseur sagt mir auch so gar nichts irgendwie. Martin Kempel. Im Jahr 2022. Ah, so ein bisschen. Postapokalyptisch kann das sein. Action und Horror ohne Entrinnen, nur für starke Nerven. Ja, Hammer. Also sieht nach einem richtig geilen Actionfilm aus, irgendwie. Nach einem guten alten Actionfilm, so aus den 90ern. 100 Pro, oder? 94, 90. Irgendwie sowas. Geil. Ray Liotta ist auch super geile Sau, finde ich. Also ist ein cooler Typ. Ja, top. In Schwarze. Oh, ist das der erste? Oh, da bin ich jetzt über. Ich glaube, es ist der erste Teil von Universal Soldier. Habe ich auch nicht. Top. Geil. Hier noch, auch noch in der alten Auflage. Mensch, 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 ey. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Also ich habe einen Universal Soldier in der Sammlung. Der ist hier mit diesem Tom Scott Atkins. Aber hier weiß ich das jetzt gerade nicht. Ich weiß so, der ist in einigen Augen oder in einigen von euch als Kult betitelt, aber ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern. Tut mir leid. So, dann haben wir hier als nächstes Ghost Boat. Ist das denn für ein abgefahrenes Cover? Schaut mal hier.
Also ich könnte es mit meinem Photoshop-Skills nicht besser machen, aber geil. Kinokater. Ab 16, okay. Ja. Ghostboat. Bestimmt so ein Tele5-Kandidat, aber hätte ich mal Bock drauf auf jeden Fall. Hat was. Nicht schlecht. Top. So. Oh. Oh, oh, oh. Das fühlt sich nach was Mediabook-mäßig an. Ach krass. Das ist aber verrückt, ey. Haben wir hier einmal Saw 3 in dieser Limited Collectors Edition. Cool. Sogar in der Unrated-Fassung. Oh nein, jetzt muss ich anfangen, die anderen Saw-Media-Books zu bekommen. Uiuiui. Ui, ui. Ich glaube, hier war noch so ein so ein Einleger, so ein Halbschuber, irgendwie kann das sein. Ah, top, ey. Habe ich noch nie, noch nie einen von dieser ganzen Reihe in der Hand gehabt, so ein Ding. Nicht schlecht, Alter, Alter. So, dann ist da noch was drin. Oder an der Seite ist noch was. Ich leg die mal so hin. Ach geil, den habe ich schon mal gesehen, der war gar nicht mal so schlecht. Killing Season mit Robert De Niro und John Travolta. Ich glaube, der lief mal auf Sky oder so. Und der war gar nicht mal so schlecht. Ups. Entschuldigung. Echt, der ist ab 16? Krass. Ich habe gedacht, der wäre ein bisschen härter. Also das war so ein Sepp-Ding. Also ich habe mitten in der Handlung quasi reingeseppt und es war halt gerade so mega spannend, dass ich halt einfach weitergeguckt habe. Ich weiß nicht warum, aber die zwei jagen sich halt gegenseitig im Wald und versuchen sich halt irgendwie zu töten und das war echt halt mega spannend. Und ja, ich finde John Travolta kann manchmal echt cool spielen, finde ich. Also der hat mir auch echt gut gefallen. Schön in der schwarzen Emery. Cool. So. Dann haben wir hier die Triffids. Pflanzen des Schreckens. Geil. Super geil. Weil ich habe nämlich gestern ein... Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ein YouTube-Video gesehen mit Blumen des Schreckens oder so. Das ist so ein alter Schwarz-Weiß-Klassiker, der auch irgendwie The Triffids heißt. Und das hier ist eine quasi Neuverfilmung. Und den habe ich mir, glaube ich, gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr, wann ich das Video geguckt habe, bei Rebuy in den Warenkorb gelegt. Einfach nur mal so, damit ich das nicht vergesse. Und ja, jetzt habe ich den. Jason Priestley sagt mir was. Ist der nicht von irgendeinem Soap hier von Beverly Hills oder was? Aber bin ich auf jeden Fall mal mega gespannt drauf. 180 Minuten, 2x 90 Minuten. Ich glaube, das war so ein auch so ein Fernsehfilm irgendwie. Hat was. So, und dann haben wir hier als letztes John Carpenter's Vampires. Hatte ich die 16er. Ja, vielen Dank. Ja, da hatte ich dich dann nicht... Warst du das? Oder habe ich dich dann nicht irgendwie drauf aufmerksam gemacht, dass der irgendwie gekürzt ist? Ja, schade eigentlich, weil... könnten sie echt langsam mal irgendwie vom Index runternehmen und... Ja, halt neu auflegen. Ne? Hat der irgendwie hier verbessertes Bild und Ton? Ja, ne? Noch die... Noch in... Was? In nie dagewesener Bild- und Tonqualität, ja. 101 Minute, ja, ich glaube, da fehlt ein bisschen. Das ist so ein Kandidat. Ich habe mir den mal ungekürzt geholt, auch auf Blu-ray, einfach als hier so als Emery-Version. Und das war so ein Kandidat, den hatte ich früher in richtig geiler Erinnerung. Dann habe ich mir den angeguckt
Und ja, teilweise war das richtig Fremdschämen, ja. Echt so blöde, teilweise richtig blöde, machohafte Sprüche. Ich meine, ich hab nichts dagegen, ne? Aber das war so. Von wann ist der? War der von 99? Nee, ne? Steht jetzt leider auch nichts. Boah, ich weiß, ist egal. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, so, ne, Story-Effekte auf jeden Fall top. Kann man nichts sagen. Kann man sich auch noch angucken, so ist es nicht, aber. Ach, hier steht's ja. Von 98, hey, nicht schlecht. Ja, da merkt man halt so, ne, dieses Jahrzehnt, sag ich mal, aber ja, das war halt, das ist halt so ein Kandidat, so, puh, den hast du früher vergöttert, den Film, was ist los? Ja. So, ich guck noch mal durch. Ich glaube, das war's. Das ist alles Papier. Nee, das war's. Mein lieber Micha, vielen, vielen Dank für das Paket. Auf jeden Fall ein paar Mal richtig ins Schwarze getroffen. Super geil. Ja, ich hoffe, euch hat's auch gefallen und ich verlinke euch den Kanal vom Stone Cold 79 in der Beschreibung und ja, guckt mal vorbei. Er haut auch regelmäßig Videos raus und Updates und so weiter. Und ja, guckt mal vorbei, lasst mal ein Like da, ist ein super Typ. Und ja, von daher, wenn ich so auf die Uhr gucke, wird es Zeit aufzuhören. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Euer Moviepicker. Macht's gut. Ciao.